Es beginnt mit einem friedlichen Gebet. Bonn am 5. Mai 2012. In der zweiten Reihe kniet Murat K. Er hat ein Messer in der Tasche, das er noch an diesem Tag benutzen wird. Salafisten aus ganz Deutschland sind gekommen. Sie wollen die Ehre des Propheten verteidigen gegen Pro-NRW. Die rechtsextremistische Splitterpartei provoziert mit den Mohammed-Karikaturen und mit ihrem Hass auf den Islam. Für Muslime eine schwere Beleidigung. Nach ihrem Glauben sind Abbilder des Propheten strikt verboten. Der Salafistensprecher droht unverhohlen mit Konsequenzen, wenn die Polizei das Zeigen der Karikaturen nicht verhindert. Und das ist ihre Pflicht, das zu unterbinden. Und wenn sie es nicht tun, wir können leider für nichts garantieren. Wir sind Menschen, wir haben Emotionen, wir haben Gefühle. Kein Mensch möchte angegriffen werden. Kein Mensch möchte beleidigt werden. Deswegen unterbindet das. Die Situation eskaliert. Als die Rechtsextremisten die Bilder in die Höhe halten, greifen viele der Salafisten an. Mit Steinen und Eisenstangen, die sie offenbar eigens mitgebracht haben. Mitten unter den Gewalttätern Murat K. Der 25-jährige Deutsch-Türke hat vor kurzem seine Wohnung aufgelöst, weil er sich, wie die Behörden glauben, am Dschihad beteiligen will. Er langt in seine Hosentasche. Kurz danach liegen zwei Polizisten am Boden, mit Messerstichen schwer verletzt. Guck mal, wie der lootet, der Polizist. Das ist doch nicht unsere Religion. Die sind doch da, uns zu beschützen. Die sind doch da, Gewalt zu verhindern. Wir können doch nicht Staatsgewalt angreifen. Murat K. griff an. Er ist einer von 4000 Anhängern des Salafismus in Deutschland, einer strengen Ausrichtung des Islam. Frankfurt am Main. Auch sie zählen die Behörden zum Salafismus, weil sie sich gegen den Sittenverfall richten im Namen Allahs. Die jungen Männer von Dawa FFM lehnen nach eigener Aussage Gewalt strikt ab und mögen es nicht, wenn man sie Salafisten nennt. Wir sind sunnitische Muslime und wir folgen dem, was Gott uns im Koran gesagt hat und dem, was der Prophet Friede und Segen auf ihm in seinen authentischen Überlieferungen gesagt hat. Und das nach dem Verständnis von den Leuten, die mit ihm waren, also seinen Gefährten oder den Schülern von diesen Leuten, weil die am nächsten dran waren an dieser Quelle eigentlich. Und die nennt man auf Arabisch Salaf, aber das Wort Salafist wird sehr missbraucht. Wir haben damit nichts zu tun. Also wir ehren diese Leute, weil Salaf heißt Vorfahren. Sie fühlen sich abgestoßen von einer, wie sie sagen, wertefreien Spaßgesellschaft. Ihr setzen sie den Islam entgegen, für sie der einzige Weg ins Paradies. Bei mir war das so, ich war auch so Musiker und so, ich war oft Partys und teilweise habe ich selber also DJ gemacht und Alkohol, diese Frauen und Drogen und so. Und da habe ich mir immer gedacht, das kann kein also Sinn des Lebens sein, ja? Dass du die ganze Zeit nur bei Party bist und Alkohol besoffen. Und die Werte, die in der Gesellschaft vielleicht schon ein bisschen verloren gegangen sind, die gibt es im Islam. Also wir geben erstmal Gott seinen Wert, wir geben den Propheten ihren Wert, wir geben den Menschen ihren Wert. Und das sind Sachen, die vielleicht ein bisschen verloren gegangen sind und deswegen gibt es viele Menschen, nicht nur Jugendliche, aber hauptsächlich, die dann auch zu uns kommen. Die Webseite Dawa FFM zeigt, wie geworben wird. Aber die Sicherheitsbehörden sehen darin auch ein Einfallstor für Extremismus. Fußball für die Jugendlichen, Grillen für die Kleinsten. Islamismus wird zum Event für die ganze Familie. Wer nach Halt und Orientierung im Islam sucht, den führt der Weg oft in arabische Länder wie Ägypten. Abdullah kommt aus Mönchengladbach. Früher hieß er einmal Christopher Hachtel. An dieser Sprachschule lernte er Arabisch, um den Koran, das heilige Buch des Islam, besser verstehen zu können. Also ich hatte Krebs und dann stand ich halt kurz vor dem Tod und in dieser Zeit habe ich gefragt, was passiert. Also wenn ich sterbe. Und danach habe ich gefragt, also warum lebe ich noch? Also
Und dann habe ich halt auf der Suche gemacht nach dem Sinn des Lebens und habe den halt gefunden, also im Islam. Die schwere Krankheit, eine Lebenskrise, wird zum Schlüsselerlebnis, wie bei vielen Konvertiten. Die strikten Regeln des Islam geben dem jungen Mann Sicherheit. Er erzählt uns, dass er als Jugendlicher schlechte Dinge getan hat, seiner Mutter gegenüber respektlos war. Das habe sich jetzt geändert, weil der Islam vorschreibe, die Eltern zu ehren. Christopher ist ein anderer geworden. Und dann geht es zunächst mal, denke ich, in aller Regel bei den meisten dieser potenziellen Konvertiten darum, dass sie ihr eigenes Leben, ihre eigene Lebensführung neu ausrichten. Das heißt noch lange nicht, dass das irgendetwas mit politischer Radikalität zu tun hat. Es ist zunächst mal eine Radikalität in der persönlichen Lebensführung, dass man ein strenges Leben führt, dass man ein in der eigenen Vorstellung moralisches Leben führt, dass man sich hohen Prüfungen unterzieht, dass man diszipliniert lebt und so weiter und sich selber sozusagen unterscheidet von dem, was man vorher gemacht hat, wie man vorher gewesen ist. Abdullah ist einer von 150 Schülern. Nach unserem Eindruck wird hier ein moderner Islam gelehrt, der Gewalt ablehnt. Aber unter den jungen Männern, so erzählt uns ihr Lehrer, findet sich manchmal einer mit extremistischer Gesinnung. Es gibt Menschen, die die Religion nicht verstanden haben. Sie lesen irgendetwas, haben sich selbst irgendetwas eingebläut und glauben dann, irgendetwas verstanden zu haben. Ich habe mit solchen Leuten geredet. Ich mag diese Fanatiker nicht. Da sind mir sogar Nicht-Muslime viel lieber. Das größte Risiko für Abdullah sind radikale Mitbewohner. Einer hat Bücher eines Gelehrten, dessen Koranauslegung gern von Extremisten zitiert wird, zur Rechtfertigung für Terroranschläge. Im Koran der Salafisten sind diese Aufrufe zur Gewalt in den Fußnoten versteckt. Der Originaltext definiert den Dschihad, den Heiligen Krieg, als Selbstverteidigung. Tötet sie, wo immer ihr auf sie stoßt, von wo sie euch vertrieben haben. Wenn sie gegen euch kämpfen, dann tötet sie. Wenn sie aber aufhören, so ist Allah allverzeihend, barmherzig. Im Kommentar heißt es dagegen: Wenn der Dschihad aufgegeben wird, dann wird der Islam zerstört, werden Muslime unterworfen. Sie verlieren ihre Ehre, ihr Land und ihre Macht. Amerikas Krieg gegen den Irak dient den Salafisten als Beleg und Ansporn. Weil dort Muslime ihr Land verlieren, muss der Dschihad gekämpft werden. Sogar Anschläge im Westen sind erlaubt, wie in London 2005, der Zweck heiligt die Mittel. Zur Rechtfertigung von Gewalt, so erlaubt es die Fußnote im Koran, reicht schon der Verlust der Ehre. Deshalb lösen die Mohammed-Karikaturen einer dänischen Zeitung Ausschreitungen in aller Welt aus. Mehr als 100 Menschen sterben. Genau solche Gewalt will Pro-NRW provozieren. Eine extremistische Minderheit fordert eine andere extremistische Minderheit heraus. Und beide, Islamhasser wie Salafisten, wollen eine ganze Gesellschaft in ihren Kampf der Kulturen hineinreißen. Auch die Salafisten nutzen die Meinungsfreiheit für Provokationen. Mitten in der Frankfurter Innenstadt demonstrieren sie ihre Vorstellung von einer Gesellschaft, in der Männer und Frauen strikt getrennt sind. Wenn du auf der Wahrheit bist, musst du es gewohnt sein, ausgepfiffen zu werden. Da musst du es gewohnt sein, ausgebuht zu werden. Aber das wird uns nicht aufhalten. Mit solchen Auftritten schwang sich der Konvertit Pierre Vogel zu einem Wortführer der salafistischen Bewegung auf. Mittlerweile steuern er und andere die Aktionen in Deutschland aus Ägypten. Auch die Verteilung von 300.000 Koranen in deutschen Großstädten wird nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden aus dem Ausland finanziert. Die Exemplare sind allerdings harmlos, ohne die brisanten salafistischen Fußnoten. Die Koranverteiler wollen möglichst viele Menschen zum Islam bekehren, damit sich die Demokratie erübrigt. Die Arbeiterstadt Hamm in Nordrhein-Westfalen. Hier hat der Verein Hikma e.V. seinen Sitz. Alles dreht sich um die originalgetreuen Worte Allahs und seines Propheten Mohammed. Der Prophet Mohammed sallallahu alaihi wasallam, Friede und Segen sein auf ihn, hat das ganz klar gesagt: Derjenige, der von mir hört und von dem Islam, sei er Jude oder Christ, und so stirbt,
der wird definitiv ins Höllenfeuer treten. O mein Volk, dient Allah, ihr habt keinen anderen Gott außer ihm. Und die schlechteste Sache ist die Erneuerung in der Religion. Und jede Erneuerung ist eine Bid'a. Und jede Bid'a ist ein Irregehen. Und jedes Irregehen wiederum führt ins Höllenfeuer. Sie wollen eine islamische Gesellschaft. Gewalt und Umsturz lehnen sie nach eigenem Bekunden ab. Aber es gebe nur einen wahren Weg. Und dabei stehe göttliches Recht, die islamische Rechtsordnung Scharia, über Demokratie und Grundgesetz. Dass ich einen anderen Weg als den Weg des Propheten, als gleichwertig mit dem Weg des Propheten ansehe. Also das heißt, die Scharia, dass ich zum Beispiel sage, Demokratie ist gleichwertig wie die Scharia. Das ist auch ein No-Go, wie Sie gesagt haben. Und somit ist man aus dem Islam ausgetreten. Muslime, die die demokratische Grundordnung über die Scharia stellen, wären also Abtrünnige. Salafismus ist keine Strömung, sondern Salafismus ist der Islam schlechthin. Strömungen sind alle die, die sich von den Quellen des Islam getrennt haben. Und wenn eine Strömung, wer auch immer es sein mag, das, was im Koran, was Allah im Koran offenbart hat, was er dem Propheten Mohammed, Friede und Segen sei auf ihn, authentisch, also was er offenbart hat, den Propheten, was er, also der Prophet, authentisch überliefert hat und wie es die drei Generationen nach ihnen umgesetzt haben, das ist der Islam. Anspruch auf absolute Wahrheit, für die man streiten und kämpfen muss, nur nicht mit Anschlägen. Terrorismus lehnt der Verein als unvereinbar mit dem Glauben ab. Wenn wir von einer islamischen Regierung, von dem islamischen Führer den Auftrag bekommen, in einer islamischen Regierung, ganz, ganz wichtig, dass wir uns im Kampf befinden, weil wir zum Beispiel angegriffen werden, dann müssen wir diesen Aufruf Folge leisten. Aber nicht, dass sich fünf Leute zusammentun, eine Zelle bilden und sagen und selber interpretieren, das ist unser Feind und gegen den haben wir vorzugehen und dann kaufen wir uns Schwefelsäure und machen irgendwas selber. Trotz dieser Distanzierung vom Terrorismus warnen die Sicherheitsbehörden vor der salafistischen Ideologie, weil sie die freiheitliche Demokratie bedrohe. Barino Bassoum war ein fanatischer Islamist. Mit 18 konvertiert er. 5 Jahre lang radikalisiert er sich auf verfassungsfeindlichen Islamseminaren. 2005 gelingt ihm der Ausstieg. Er weiß genau, wie Islamisten denken. Der Glaube ist ein Handel mit Allah. Ich verkaufe meine Seele und mein Vermögen und bekomme im Gegenzug das Paradies. Und was tue ich? Ich kämpfe für Allahs Sache und töte und werde getötet. Der Aussteiger berichtet von Manipulation und Gehirnwäsche, selbst bei Kindern. Da kam ein kleiner Junge zu mir, 12, 13 Jahre war er, und hat mir gesagt, Barino, weißt du, ich komme gerade aus einer anderen Moschee in Bonn. Und dort hat der Imam uns eine kleine Gruppe von Jugendlichen dann auf Seite genommen und hat gesagt, Jungs, besorgt euch kleine Küken und schneidet ihnen die Köpfe ab. Das soll eine Übung für euch sein, denn es wird eine Zeit kommen, da werdet ihr genauso den Juden die Köpfe abhacken. Solche Aufforderungen werden in der Internetpropaganda mit Heldenrhetorik verbrämt. Abenteuer und Sinnsuche, Gott gefallen durch Blut und Krieg. Der Koran ruft euch. Er ruft euch, den ehrenvollen Tod für Allah zu sterben. Bittet aber aufrichtig, dass euch ein Weg zum Dschihad ebnet. Steht auf. Sie erheben sich unter der schwarzen Kriegsflagge des Propheten, die auch vom Terrornetzwerk Al-Qaida verwendet wird. Ein Signal, dass einige Salafisten zum offenen Kampf bereit sind. Befehligt von Abu Ibrahim und Abu Dawud an diesem 1. Mai in Solingen. Der Kampftag der Arbeiter! Von Ihnen da drüben sieht mir niemand aus, als ob er schon mal gearbeitet hätte, arbeiten würde oder arbeiten will! Aus gegenseitigen Beleidigungen zwischen den Kulturkämpfern wird schnell Gewalt. Potenzielle Killer! Haltet sie auf! Schickt sie in ihre Heimat! Während die Islamhasser die Meinungsfreiheit missbrauchen, wird die Meinungsfreiheit von den Salafisten offen bekämpft. Sie zeigen der Demokratie ihre Verachtung.